Eine Sprache ist rational, also es gibt einen endlichen Automaten, zwar einen deterministischen endlichen Automaten, genau dann, wenn sie von einem nicht deterministischen endlichen Automaten akzeptiert wird. So, und da wollen wir jetzt mehrere Sachen machen. Zunächst will ich Ihnen nochmal nahebringen, wenn ich so eine Aussage habe mit genau dann, wenn, was ich dann eigentlich zu tun habe. Ja, und in diesem Fall ist die Aussage so, die Aussage, eine Sprache ist rational. Rational war der Begriff dafür, dass wir wissen, es gibt einen deterministischen endlichen Automaten. Ja, und genau das ist der Fall, wenn sie von einem nicht deterministischen Automaten akzeptiert wird. Das heißt, diese beiden Sprachklassen, wir hatten ja die Sprachklasse Rad eingeführt. Ja, das war die Menge aller Sprachen, die von einem endlichen Automaten akzeptiert werden. Ja, die fällt zusammen mit der Menge aller Sprachen, die von nicht deterministischen endlichen Automaten akzeptiert wird. Oder anders ausgedrückt, wenn ich einen nicht deterministischen endlichen Automaten habe, kann ich dazu auch immer einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren. Und das gucken wir uns an, warum das der Fall ist. Und den zugrunde liegenden Algorithmus. Typischerweise machen Sie da immer so ein Symbol. Ja, so ein Doppelpfeil in beide Richtungen. Ja, und der Doppelpfeil in beide Richtungen, der deutet auch schon an, was ich da zeigen muss. Ich muss nämlich genau immer zwei Sachen zeigen. Ich muss einmal zeigen, sozusagen diese Richtung. Das heißt, dass aus diesem Teil der Aussage, dass der zweite Teil der Aussage folgt. Also wenn ich eine rationale Sprache habe, dass ich dann auch einen nicht deterministischen endlichen Automaten konstruieren kann, der genau diese Sprache akzeptiert. Ja, das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, wenn der zweite Teil dieser Aussage gilt, wenn ich sage so, das gilt jetzt. Wir haben eine Sprache, die von einem nicht deterministischen endlichen Automaten akzeptiert wird. Dann ist es sogar rational. Das heißt, dann gibt es auch einen deterministischen endlichen Automaten. Also zwei Sachen sind dann immer zu zeigen. Fangen wir mal mit der ersten an. Das sieht dann immer so aus. Wir nehmen uns jetzt eine Sprache her. Sei L eine rationale Sprache. So, dann wissen wir, wenn das eine rationale Sprache ist, dann gibt es einen deterministischen endlichen Automaten. L von A gleich L. Ja, das heißt, es gibt einen deterministischen endlichen Automaten, der genau diese Sprache akzeptiert. So, nun ist aber jeder der auch ein nicht deterministischer endlicher Automat. Ja, weil diese deterministischen Automaten, die haben im Prinzip nur eine Einschränkung im Hinblick auf die Übergangsfunktion und im Hinblick auf die Menge der Startzustände. Ja, ich kann sozusagen jeden der auch als nicht deterministischen endlichen Automaten auffassen, indem ich nämlich einfach sage, naja, wir lassen hier keine Übergangsrelation zu, sondern nur eine Übergangsfunktion, das ist sozusagen nur eine Einschränkung. Und bei den nicht deterministischen endlichen Automaten, da haben wir auch Mengen als Startzustände, also mehr als nur einen Startzustand. Und wenn wir das auf nur einen reduzieren, haben wir auch automatisch einen deterministischen endlichen Automaten. Das Ding ist sozusagen die eine Richtung, die ist geschenkt. Spannender ist die zweite Richtung. Da nehmen wir uns jetzt einen nicht deterministischen endlichen Automaten her. Ja, der sieht irgendwie folgt so aus. Wir haben immer eine Menge von Zuständen, wir haben immer eine Menge von Zeichen, wir haben diese Übergangsrelation Delta, wir haben eine Menge von initialen Zuständen oder Startzuständen und wir haben eine Menge von finalen Zuständen. Es sei A mit L gleich L von A. Ja, auch da haben wir ja die Menge der akzeptierten oder die akzeptierte Sprache haben wir auch einfach als L von A gekennzeichnet. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir aus dem Dingen, was wir da haben, was diese Eigenschaft hat, dass wir hier Kanten haben, ausgehende Kanten von einem Zustand, wo halt ein und dasselbe Symbol mehrfach vorkommt, wie wir das irgendwie eliminieren können. Also Idee wird sein, wir müssen nun einen deterministischen endlichen Automaten A' konstruieren mit der Eigenschaft, dass die akzeptierte Sprache identisch ist. Wir haben das eine Ding gegeben, das kann was, nämlich eine Sprache akzeptieren und jetzt müssen wir einen anderen Automaten konstruieren, der genau das gleiche tut, nur was den Automat angeht, ist es halt ein deterministischer Automat. Wir werden jetzt einen Automaten konstruieren, der von der Struktur her halt einen endlichen Automaten darstellt. Und die Zustände von A', das werden Teilmengen von K sein. K ist die Menge der Zustände unseres nicht deterministischen endlichen Automaten. So, und die Idee dabei ist, dass, wenn ich sage, so, ich habe hier einen Zustand Q0, wir haben einen Übergang mit dem Symbol A, ausgehend von Q0 einmal nach Q1 und einmal ausgehend nach Q2. Ja, dann werden wir Q1 und Q2, die werden wir in einem neuen Zustand zusammenfassen. Also jetzt sozusagen die neue Zustandsmenge von diesem neuen Automaten, den wir konstruieren werden, der wird aus Teilmengen der ursprünglichen Zustandsmenge bestehen. Ja, und Zustände, die sozusagen hier ausgehend von einem Zustand über das gleiche Symbol erreicht werden, die fassen wir jetzt in einem neuen Zustand zusammen. Das heißt, rein formal sieht das wie folgt aus. Wir werden A' wie folgt definieren. Da werden wir jetzt überall einen Strich dran machen. Die Menge der Eingabezeichen bleibt identisch. Wir müssen uns gleich Gedanken machen zu dem Delta-Strich. Wir werden ein
S0' haben und wir werden ein F' haben. Das K' ersetzen wir einfach als die Potenzmenge der ursprünglichen Zustandsmenge. Alle Teilmengen, die wir aus K bilden können, der ursprünglichen Zustandsmenge, das sind jetzt mögliche Zustände in diesem neuen Automat. Wir werden nicht alle brauchen. Gleich in dem Algorithmus, den ich Ihnen angebe, da werden wir nicht komplett die Potenzmenge brauchen, sondern nur die Teilmengen, die auch tatsächlich benötigt werden. Ja, die Potenzmenge ist in der Regel ein bisschen größer. S0', dieser neue Startzustand, das ist ja jetzt auch eine Menge unserer ursprünglichen Zustände. Wir hatten eine Menge von Startzuständen, das war unser I, dieses Ding hier. Das ist ja einfach jetzt unser neuer Startzustand. Und die Menge der finalen Zustände, das sind einfach jetzt alle Teilmengen von K, die wenigstens einen Zustand enthalten, der in dem nichtdeterministischen Automaten finaler Zustand war. Also alle Teilmengen, deren Schnitt mit der ursprünglichen Menge der finalen Zustände F, das war dieses Ding hier, wo genau dieser Durchschnitt nicht leer ist. Und jetzt müssen wir uns das Folgende überlegen. Doch wenn ich ein Wort habe, was in der von dem jetzt deterministischen Automaten A' akzeptierten Sprache liegt, also wenn W aus L von A' ist, was heißt das? Das heißt, wenn wir Delta' haben und in dem Startzustand loslaufen und das W da reinstecken, dass wir dann in der Menge unserer finalen Zustände landen. Das ist genau die Definition der Akzeptanz eines Wortes. Was heißt das aber? Können Sie sich auch einfach denken, als es gibt einen Weg von dem Startzustand. Es gibt einen Weg mit der Beschriftung W, die in einem der finalen Zustände landet. Jetzt setzen wir einfach ein. Das Dingen, was heißt das? Naja, S0', das war gerade unser I. Ja, das hatten wir hier gesagt. Ich müsste hier eigentlich rein formal, wir hatten das eigentlich immer so bezeichnet. Es ist jetzt ein bisschen hässlich, weil ich hier einen Strich habe und diesen Stern. Stern heißt immer, ich kann an dieser Stelle auch ein ganzes Wort reinstecken. Ja, also nicht nur ein einzelnes Zeichen, sondern ein ganzes Wort. Also rein formal müsste ich hier oben einen Stern hinmachen. Wir haben I, W. Hier habe ich jetzt einfach nur ersetzt. Das S0', hatte ich gesagt, das ist das I. Ja, hier setze ich einfach hier ein. So, und jetzt kann ich mir überlegen, das, was hier rauskommt, das ist auch ein Zustand. Die Ausgabe meiner Übergangsfunktion Delta, das ist immer ein Zustand. Ich kann das jetzt auch schreiben als geschnitten mit F ist ungleich leer. Das ist einfach nur sozusagen dieses F', was ich hier definiert habe. Ja, habe ich gesagt, das sind alle Teilmengen aus K, die wenigstens einen Zustand haben in der ursprünglichen Menge der finalen Zustände, also in dem F. Und genau das setze ich einfach nur ein. Hier ist einfach nur überführt F' in dieses Format. Wir müssen erstmal noch das Delta' angeben. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ja, bislang habe ich ja nur K', S' und F' angegeben. So, was ich jetzt mache, ich setze Delta' als eine Funktion von 2 hoch k, also der Potenzmenge der ursprünglichen Zustandsmenge. Also ich stecke eine Zustandsmenge da rein, ich stecke ein Zeichen da rein. Das bildet wieder ab auf eine Menge von Zuständen. Und zwar definieren wir das wie folgt. Wir sagen einfach Delta' von m, a. M sind jetzt mehrere Zustände. Das ist einfach die Vereinigung aller Zustände q aus m. In dem Beispiel hier oben würde das heißen, wir würden jetzt sagen hier Delta von Q0, A, das wäre jetzt gerade Q1 und Q2. Und wenn wir beispielsweise sagen würden, oder wenn wir beispielsweise hier in unserem ursprünglichen Automaten sowas hätten, dann sähe beispielsweise das Ding so aus, wenn wir hier hinschreiben würden Q1, Q2, also eine ganze Menge von Zuständen hier reinstecken würden und sagen, so, wo geht denn das auf B hin? Dann würden wir uns einfach alle Nachfolger, die wir per B von Q1 und von Q2 aus erreichen können. Also in diesem Fall wäre das dann Q3, Q4. Also man fasst jetzt einfach alle die zusammen, die man mit dem identischen Eingabezeichen erreichen kann. Ja, nichts anderes heißt diese Definition hier unten. Also wir stecken eine Menge rein und gucken uns jetzt an für jeden der Zustände in M, wo kommen wir mit A hin? Ja, und die fassen wir hier per Vereinigung zusammen. Das können auch wieder eine ganze Menge sein. Also wenn wir beispielsweise sowas hier hätten, dann würde diese Definition heißen, also der Übergang von Q1 und Q2, das ist jetzt ein Zustand in unserem neuen Automaten mit einem B. Ja, wir würden alle zusammenfassen, die wir von Q1 und von Q2 aus erreichen können. Also das wären Q3, Q4 und Q5. Das heißt diese Definition. So, und auch das kann ich überführen. Wir können überführen Delta' auf Delta'Stern, indem wir nämlich nicht hier nur ein Symbol reinsetzen, sondern ein ganzes Wort. Das lasse ich aber jetzt mal aus. Das geht ganz einfach, indem ich das einfach wieder runterbreche auf diese induktive Definition. Und dann kann ich hier im Prinzip weitermachen an dieser Stelle. Was bedeutet dann dieses Delta'Stern?
Das ist dann genau, wenn ich jetzt einfach einsetze, dieses Delta-Stern, ersetze hier durch diese Definition, dann haben wir hier stehen, die Vereinigung aller Übergänge ausgehend von einem der Startzustände. Ich stecke das Wort da rein und dann erreiche ich einen Zustand und bin halt in einem Zustand, der ein finaler Zustand ist. Wenn ich mir jetzt noch mal überlege, was heißt es denn überhaupt, dass ein nicht deterministischer endlicher Automat akzeptiert, da gibt es eine ganze Reihe von Wegen. Ja, also wir können ja jetzt, wenn wir beispielsweise in diesem Automat wenn wir beispielsweise das Wort AB verarbeiten wollen. AB würde heißen, wir laufen in Q0 los, verarbeiten AB, das heißt, wir könnten in Q3 landen, wir könnten in Q5 landen und wir könnten in Q4 landen. Und Akzeptanz heißt ja, es muss nur eine der Möglichkeiten in einem finalen Zustand enden. Ja, beispielsweise habe ich jetzt hier den Zustand Q4 als finalen Zustand gekennzeichnet. So, und genau das heißt das hier unten. Die Vereinigung über alle Wege, ausgehend von einem Zustand, von einem initialen Zustand oder Startzustand Q, bei Verarbeitung von W, endet in einem Zustand, der nicht leer ist, der ein finaler Zustand ist. Das kann ich aber auch so hinschreiben, dass ich sage, naja, es gibt ein Q aus I, es gibt ein Q' aus F, also ein finaler Zustand, sodass Q' Element ist von Q, W. Das heißt, es gibt einen Weg von Q mit Beschriftung W, der in diesem finalen Zustand Q' landet. Und das ist aber gleichbedeutend damit, dass das Wort W in dem endlichen Automaten, in dem nicht deterministischen endlichen Automaten A liegt, von dem wir aus losgelaufen sind.